Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalam ala Rasulillah. Ich möchte auf einen weiteren Fehler in der Surat al-Fatiha hinweisen, der weit verbreitet ist. Und zwar geht es um die folgende Ayah: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Auf einen sehr bekannten Fehler habe ich bereits in der ersten Audio hingewiesen, und zwar, dass man statt Iyyaka, Iyyaka sagt. Das heißt, dieses Y in der Lautumschrift nur einmal spricht und keinen verdoppelten Konsonanten hat. Das ist der erste Fehler, auf den habe ich bereits hingewiesen. Ich möchte auf einen zweiten Fehler hinweisen bei dieser, bei der Aussprache dieser Ayah, die der passieren kann. Und zwar geht es um das Wow bzw. um die Dhamma. Denn manche Leute machen aus der Dhamma von Na'budu ein Wow. Und richtigerweise heißt es eigentlich so: Na'budu wa. Na'budu wa. Was manche Leute machen ist, sie verlängern diese Dhamma, dieses Du, was in der Lautumschrift mit DU umschrieben worden ist. Sie verlängern diese Dhamma, dieses U nach dem D, und dann wird es falscherweise folgendermaßen. Sie sagen: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ich sage noch einmal falsch: Na'budu wa. Habt ihr gehört, wie ich das U in die Länge gezogen habe? Das war falsch. Man darf nicht sagen Na'budu wa, sondern richtigerweise ist das ist die Dhamma auf dem Dal ein kurzes U und muss so gesprochen werden: Na'budu wa. Na'budu. Stopp, das ist schon das U nach dem D. Na'budu. Und danach kommt das Wow mit der Fatha danach, das heißt in der Lautumschrift ein W mit einem A danach. Wa. Wa iyyaka. Ich sage noch einmal, jetzt wie richtig gesprochen wird: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Der entscheidende Teil noch einmal: Na'budu wa. Noch einmal: Na'budu wa. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam.